Wegen der Corona-Pandemie mussten alle in den vergangenen Jahren auf viel verzichten, auch auf Karneval und Fastnacht. Dieses Jahr gibt es keine Corona-Auflagen und auch deshalb dürfte heute zum Höhepunkt des Straßenkarnevals noch etwas mehr gefeiert werden als sonst. Nach 2 Jahren ziehen die Rosenmontagszüge wieder durch die Städte. Die größten in Mainz, Düsseldorf und natürlich Köln. Und dort findet der Rosenmontagszug heute sogar schon zum 200. Mal statt. Der Jubiläumszug ein besonderer in Köln. Anders als sonst, zum ersten Mal fällt der Startschuss rechtsrheinisch. Kölle! Mit Blick auf den Kölner Dom ziehen seit 10 Uhr die Jecken durch die Stadt. Hunderttausende am Zugweg freuen sich nach 2 Jahren Durststrecke. Ja, einfach auf die gesamte Stimmung. Wirklich mal alles hier mitzuerleben. Also ich finde es cool, man kann richtig viel Kamelle sammeln. Beste Stimmung auch bei den 12.000 Zugteilnehmern. Also ich finde es fantastisch, auch wenn es ein sehr großer Aufwand ist, aber ich freue mich sehr darüber. Wie immer sind die Botschaften der Persiflagewagen bissig politisch. Die Energiekrise, ein Dom, der nicht mehr angeleuchtet wird in der Nacht. Zentrales Thema, der Krieg in der Ukraine. Auch in Düsseldorf, wo der Zug erst am Mittag startet. In ukrainischem Blut badet Wladimir Putin. Ich glaube, der Wagen spricht für sich selber. Jeder versteht ihn sofort. Seit einem Jahr herrscht dort Krieg mit schrecklichen Grollen. Und dieser Wagen drückt das, glaube ich, bringt das, glaube ich, gut auf den Punkt. Ebenso Thema die Freiheitsbewegung der Frauen im Iran. Das wallende Haar hat das Mullah-Regime im Würgegriff. Caroline Wissing ist für uns in Köln dabei. Caroline, das Wetter scheint ja heute mitzuspielen, oder? Absolut. Der Tag war grau und kalt und mit stürmischen Böen gestartet. Aber quasi seit 10 Uhr, seit der Zug sich in Bewegung gesetzt hat, bricht die Sonne immer wieder durch die Wolken durch, strahlt quasi mit allen Jecken hier in Karneval um die Wette. Und dieses Wetter, das überträgt sich dann auch auf alle Feiernden. Wir blicken hier in ganz, ganz viele lachende Gesichter. Alle, die hier an diesem Zug teilnehmen, haben einen riesigen Spaß. Alle Teilnehmenden, alle, die hier an der Wegstrecke warten auf Kamelle. Man sieht breites Grinsen und das macht an so einem Tag wie heute mit diesem strahlenden Wetter natürlich noch mal besonders Spaß. Dieses Jahr, wir haben es gerade schon gehört, gibt es ja ein Jubiläum, 200 Jahre organisierter Karneval in Köln. Wie wird das gefeiert? Ja, tatsächlich ist es ein ganz besonderer Karnevals-Rosenmontagszug. Das fing schon beim Startpunkt an. Normalerweise startet der Rosenmontagszug in Köln auf der Seite, auf der Rheinseite, wo auch der Dom ist. In diesem Jubiläumsjahr, jetzt kommt wieder die Sonne raus, hat man sich dafür entschieden, man geht auf die andere Rheinseite, quasi auf die Schälsig, wie man in Köln sagt, auf die falsche Seite. Dort hat man angefangen mit dem Rosenmontagszug, einfach weil das Festkomitee alle in diesem Jahr mit einbeziehen wollte. Alle Kölner sollten mit dabei sein. Und da ist der Zug heute um 10 Uhr gestartet. 8,5 Kilometer Wegstrecke legen die Teilnehmenden hier zu Pferd, zu Fuß, auf den Wagen zurück. Wenn man aber alle Gruppen, alle Wagen, alle Teilnehmenden hintereinander aufstellt, dann ist das eine Strecke von 8,7 Kilometern. Das heißt, während jetzt schon die ersten Gruppen, die ersten Wagen in der Südstadt von Köln ins Ziel einlaufen, sind vor kurzem erst die letzten Wagen auch mit dem großen Dreigestirn gestartet. Die bilden quasi den großen Abschluss dieses Rosenmontagszuges, der auch einige Besonderheiten zu bieten hat. Man hat sich aus den letzten 200 Jahren des Kölner Rosenmontagszuges viele Mottos rausgegriffen und hat die nochmal neu interpretiert. Auf den großen Persiflagewagen sehen wir sehr viele bissige politische Botschaften zum Klimawandel, aber auch zum Krieg in der Ukraine, zur Energiekrise. Also das ist schon ein besonderer Rosenmontagszug in diesem Jahr. Da ist Corona fast schon vergessen. Dabei ist es ja der erste Karneval nach den Beschränkungen. Merkt man was davon? Ja, tatsächlich. Also es scheint wirklich so, dass die Leute hier deutlich, deutlich große Vorfreude hatten. Ich habe mich eben mal hier so ein bisschen umgehört. Wir stehen hier bei der Karnevalsgesellschaft Fidele Kaufleute. Und ich habe mit einigen gesprochen, die haben mir gesagt, das war so ein bisschen, als wenn wir im Bienenschwarm sind. Es hat die ganze Zeit gejuckt und wir wollten endlich wieder raus. Wir wollten wieder Spaß haben. Und jetzt sind wir einfach nur noch wild. Also man hatte richtig große Lust auf diesen Rosenmontagsumzug. Und das geht nicht nur den Teilnehmenden so. Das geht auch tatsächlich
wirklich allen, die hier am Wegesrand stehen. Die mussten 2 Jahre lang auf einen normalen Rosenmontagszug verzichten. Im letzten Jahr war ja kurzfristig der Rosenmontagszug umfunktioniert worden, weil es den großen Angriff auf die Ukraine gab, den Angriffskrieg Russlands. Und da hat man den Rosenmontagszug zu einer Friedensdemo umgewandelt. Auch das war ein... Hallo. Hallo. Auch das war ein großes Event, aber tatsächlich Rosenmontag wollen die allermeisten wieder so feiern, wie man es dann tatsächlich auch kennt. Also, Caroline Wissing, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke. Feiern Sie schön. Bis dann.